Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Ja, dies ist Folge 2 meines kleinen Let's Play Mini Metro. Wir sind auf der Karte London, das ist das erste Level. Wir haben in der ersten Folge schon ein bisschen gespielt. Wir haben im Moment 796 Fahrgäste befördert. Das ist unser Streckenplan. Und ich möchte den ein bisschen optimieren. Und zwar würde ich gerne die rote Strecke ein bisschen kleiner machen. Und dafür eine zweite Strecke hier in der Mitte einbauen. Wir haben keine Tunnel mehr, das ist ein bisschen schade, das können wir nicht so tief machen. Aber vielleicht hier so den inneren Bereich abdecken mit einer extra Strecke. Dafür dann die rote Strecke hier ein bisschen verkleinern. So. Ich mache einfach mal. Mal schauen. Was wird jetzt am besten klappen? Versuchen wir es mal so. Und die nehmen wir noch dazu. Dann hier nach oben. Und so, so vielleicht. Und die grüne Strecke fährt dann diesen Bereich ab. So. Vielleicht. Mal schauen, wie es funktioniert. Vielleicht. Ja, hier fehlt jetzt eine Station, dann sieht das ein bisschen cooler aus. So. Yeah. Naja. Schauen wir mal. Oh, hier wird's eng. Schnell, schnell, schnell. Und hier auch. Jetzt baue ich hier mal einen Umsteigerbahnhof hin. Oder? Nein. Stopp. So, wir haben hier zwei Bahnen, die fahren. Und wir haben hier nur eine Bahn. Das ist sowieso eng. Wir können aber... Notfallplan wäre jetzt hier einfach gleich eine Bahn hinzusetzen. Aber eigentlich brauche ich das für die rote Strecke. Hier oben brennt es auch ein bisschen. Und hier brennt es. Uiuiui. Das ist alles ganz knapp hier. Aber ich übe ja noch. 900 Fahrgäste gleich. Wo ist denn unser grüner Zug? Hier. Wir brauchen unbedingt noch einen zweiten. Alle wollen sie hier hinten hin. Ja, das ist natürlich ein Problem. Oh, das hier wird es auch immer voller. Oh mein Gott. Ich glaube. Das war's. Ah, 960. Oh, das war aber knapp. Schaffen wir es denn hier auch noch? Nein! Warum denn nicht? Weil wir hier kein Quadrat haben, das war der Fehler. Gut. Schade. 1009 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 48 Tagen. Wegen Überfüllung. Okay. Wir starten nicht neu. Wir könnten es im Endlosmodus fortsetzen. Das könnten wir machen. Hier unten haben wir übrigens auch noch drei coole Features. Und zwar können wir uns eine Statistik anschauen. Die täglichen Fahrten. Fahrten insgesamt. Verärgerte Fahrgäste. Fahrgastdichte. Stationen. Streckenlänge. Fahrtenlänge, Wartezeit, Umsteigen pro Fahrt. Okay, Gesamtkapazität. Was haben wir noch? Wir können ein animiertes GIF erstellen und speichern. Cool. Nicht schlecht. Ja.
Sieht so nicht schlecht aus, aber irgendwie, ja, wir hatten hier unten kein Quadrat. Deswegen sind alle hier gelandet und wollten dann entweder hierhin oder wurden hierhin verteilt oder hier. Ja, okay, das war ein Fehler. Wir können das Ganze speichern, machen wir jetzt aber mal nicht. Und wir können Screenshot machen. Ja, nett. Gehen wir mal zurück ins Menü und schauen uns Paris an. Verbinde die vielen kleinen Stationen in der Pariser Metro. Bestleistung 645, das habe ich auch schon mal kurz angespielt. Aber in einer anderen Aufnahme. Das hat leider nicht funktioniert. So, hier machen wir jetzt mal einfach so. Hier haben wir auch schon ein paar mehr Tunnel zur Verfügung, weil ja, hier ist viel Wasser zu überwinden. Der Anfang ist wie immer sehr gemächlich. Wobei ich das Gefühl habe, dass am Anfang Stationen auch schneller aufploppen. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen hier mit den vielen Brücken oder Tunneln. Aber ein bisschen vorspulen. Ja, das beschleunigt das ein bisschen, ne? So. Ja, das wird schon interessant. Wir nehmen einfach mal noch eine Bahnstrecke dazu. Weil wir jetzt hier das dann noch verbinden, dann haben wir alles einmal drin. Und wir bauen es direkt wieder um. Ach, ich sehe schon, das wird ein bisschen tricky hier. Und zack. Können wir das ja eigentlich. Ja, das geht leider nicht. Na gut. Verbindet aber die blaue Strecke, verbindet das beide ja, dann geht das ja. Dann ist es nicht ganz so schlimm, dass wir hier keine runde Strecke haben, sondern so One-Way. Das fängt das so ein bisschen auf. Spule noch mal ein bisschen vor. Also es muss schon sagen, es macht schon süchtig und man möchte ja auch immer wieder optimieren. Eine Lokomotive. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Tunnel. Ich glaube, da brauchen wir eine ganze Menge von. So, hier haben wir schon die erste Spezialstation. Aber noch sieht's gut aus. Was ist das hier? Was kann ich hier mitmachen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ach so, das macht das hier unten fest, die Leiste. Sehr schön. Ich würde aber trotzdem gerne. Und weiter geht's. Ich muss das mal anders machen. Ich glaube, ich möchte wirklich tatsächlich nicht diese One-Way-Strecken hier haben, sondern so, machen wir noch die gelbe Strecke so. Und dann die blaue hier. Nehmen wir noch ein Quadrat dazu. Samstag. Wir freuen uns alle auf den Sonntag. Spulen wir vor? Nein. Doch. Du erhältst eine neue Lokomotive. Und ich wähle den Waggon.
aber so. Wie gesagt, das Spiel noch im Early Access. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange. Oh. Aber das sollte passen, ja. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Vielleicht ein paar Tage. Ich glaube, lange wird es nicht mehr dauern. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß es ja nicht. Ich würde mich freuen, wenn man das irgendwie einfacher, dass man Strecken einfacher wieder, ja, dass man Bahnhöfe einfacher wieder entfernen kann. Dass ich irgendwie draufklicke, rechtsklick und sagen kann, das, der wird nicht mehr angefahren. Fände ich nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal einen zweiten Zug noch hinzu. Pack auch. Ah, da kommt sie. Eine neue Haltestelle. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, hier noch einen zweiten Zug einzusetzen. Ich glaube 600, 400 oder 600 war die Bestleistung. Und hier oben eine neue Station. Wir bekommen wieder eine Lokomotive. Und ich entscheide mich für die Bahnlinie. Im dekorativen Pink. Rosa Pink. Fisch, Fleisch. Im Moment haben wir, glaube ich, nur eine. Oh, nach da oben. Im Moment haben wir nur eine Spezialstation. Aber das kann sich ja schnell ändern. Und wie auch in London etwas wenig Quadrate. Ich weiß nicht, ob das so Standard ist. Also Kreise haben wir ganz viele, Dreiecke so mittel, aber Quadrate sind ein bisschen, ja, ein bisschen rar. Und hier wieder ein Kreis. Ja, mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stationen fahren wir hier an. Das ist auch verdammt viel. Vielleicht sollte diese Strecke einfach auch hier rüber führen. Ist dann von der Strecke her sehr lang, aber... würde die blaue etwas entlasten. Obwohl, im Moment geht es ja noch. Können wir zur Not noch einen Waggon dranhängen. Wenn euch das Spiel gefällt, dann jetzt zuschlagen. 6,99. Denn nach dem Early Access wird es ein bisschen teurer. Und im ersten Video habe ich schon gesagt, entscheidet euch für das Humble Bundle, denn dann bekommt ihr auch den Steam Key und das Spiel DRM frei. Ohne Kopierschutz. Umsteigebahnhof brauchen wir noch nicht. Und die Musik, das ist wirklich nicht so meins. Die Soundeffekte sind cool, aber die Musik... aber ja, ist ja alles Geschmackssache, ne? Funktioniert aber im Moment noch gut hier. Bin mal gespannt, ob das so bleibt.
zwei Züge, eine Bahnstrecke haben wir noch zur Verfügung. Und zwei Waggons. Könnten wir zur blauen Strecke hinzufügen. Oh. Noch eine. Ah, das wird schon knapp hier. Noch ein. Wir haben jetzt ein das hier. Wir haben zwei spezielle Bahnhöfe auf dieser Bahnstrecke. Zwei Stück. Das ist viel. Vielleicht hätten wir hier doch einen Umsteigebahnhof draus machen sollen. So, ich schau mal. Würde es denn Sinn ergeben, wenn ich die gelbe Strecke etwas entlaste und hier noch eine Strecke aufbaue? Würde das Sinn machen? Ich habe noch zwei Züge zur Verfügung, also viel falsch machen kann ich nicht. Ich glaube, ich lösche mal die gelbe. So. Und würde sagen, wir haben eine Strecke, die hier oben lang führt. Und wir haben eine Strecke, die diesen Teil abdeckt. Von mir aus auch gerne noch hier. Und mal schauen, wie es funktioniert. Bei der nächsten Auswahl würde ich mich gerne für eine weitere Bahnstrecke entscheiden. Jungs, wo möchtet ihr denn hin? Ihr möchtet einmal hier oben hin und wir haben ja kein Quadrat auf der Strecke, also hier hin. In welche Richtung fährt dieser Zug? Ich glaube hier runter. Jawohl. Also setze ich hier noch einen an. Nein, hier. Und hier oben brauche ich noch nicht. Noch bin ich zufrieden. Und die Bahnlinie. Ganz viele Kreuze. Dem wollen wir entsprechen. Und zwar mit einem Waggon. Dann habe ich nämlich alle auf einmal weg. So, ein Kreis. Dafür setze ich, wir können auch eine Expressroute bauen, das ist doch was Cooles. Eine Expressroute. Wir haben auch noch Tunnel zur Verfügung. Und könnten in der Theorie tatsächlich auch noch mehr abdecken. Zumindest erstmal. Ganz schön viel los, aber sieht gut aus. 593, ja, das geht jetzt ganz fix. 600 Fahrgäste. Wo wollt ihr hin?
Ah, okay. Einmal nach hier und dann haben wir zwei Quadrate, ein Dreieck. Na, mal gucken. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen anders umbauen. Nämlich diese Strecke. Diese Strecke könnte. Funktioniert das? So. Und dann fahren wir hier. Ja, so machen wir das. Dann sparen wir uns vielleicht diesen Teil hier, oder? Mal gucken. So, ein Kreis. Den nehmen wir nicht hier mit rein, sondern den nehmen wir noch hier mit rein. Und hier ist wieder überfüllt. Aber mangels Quadrat in diesem Bereich müssen ja alle hier hin. Und jetzt haben wir auch noch einen Stern. Oh. Alle wollen sie nach hier oben. Ich hoffe, der Zug ist schnell genug. Vielleicht hängen wir hier auch noch einen Waggon dran. Eine weitere Lokomotive. Und Tunnel sehe ich im Moment nicht, dass wir es brauchen, sondern eher Waggons. Die blaue Strecke vielleicht auch noch hier verbinden. Hier noch eine Verbindung schaffen. Und hier noch eine. Das ist so dreifach gemoppelt hier, aber. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Oh, gar nicht gesehen hier unten. Und hier jetzt auch. Die blaue Bahnstrecke etwas mehr Optionen und so, hier wird es wiederum eng. Der Zug kommt. Mal gucken, wie viel er einsammeln kann. Jetzt müssen wir gleich doch mal so einen Umsteigebahnhof nehmen. Verbinden wir dich denn? Ich glaube, wir können die Strecke etwas verkleinern. Diese hier. Und zwar, indem wir. Und dann machen wir die auch neu. Das nicht? Ich habe keine Tunnel. Okay. Dann
machen wir das so. Und schauen, wie es sich entwickelt. Vielleicht war das ein Fehler. Aber probieren geht über studieren. Dran. Oh, nicht so schnell. Zack. Und mit dem nächsten Sonntag beenden wir Episode 2. Episode 2, Folge 2. So, die Lokomotive nehmen wir doch gerne. Ich nehme die Bahnlinie definitiv. Doch. Jetzt aber erstmal Pause und wir speichern unseren Spielstand. So, und ja, das war Folge 2 von Let's Play Mini Metro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und gerne auch einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, auch ein Abo. Und hiermit erstmal eine gute Nacht wünsche ich euch oder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!